Da oben auf der Pyramide! Da ist der Gorilla! Schnappen wir ihn uns! Doch leider müssen wir erst noch hier und da ein paar Level abschließen, um das zu schaffen. Was wird das denn jetzt hier? Okay, da komme ich nicht hoch. Es sei denn, ich erstelle mir hier den Rest der Leiter. Also wir wollen auf jeden Fall den Schlüssel ganz unten zum Tor ganz oben bringen hier. So viel habe ich verstanden. Ich frage mich, wie denn der Weg dafür aussehen muss. Sterbe ich eigentlich, wenn ich jetzt hier runterfall? Hilfe? Sterbe ich jetzt? Warte, putz hier einfach mal. Ich glaube, ich bin tot, oder? Oh, warte mal. Ich kann mich retten, Ja, damals gesehen, ich wäre sonst gestorben. Ich lasse mir zu viel Zeit, ich weiß. Aber es ist so gar nicht mal so schlecht. Okay, lass mal kurz auslassen. Okay. Das ist ein Trampolin. Das kann ruhig hier stehen. Ja? Hier ist eine Plattform. Auf die können wir dann hoch. Das hier könnte uns nach oben klettern lassen. Genau. So. Nee. Nicht ganz. Das wird alles auf einmal resettet, ne? Das ist echt kacke. Okay, warte. Mach mal kurz weg. Wir können den hier benutzen. Ungefähr hier ist gut. Schmeiß nach oben. Schletter schnell nach oben. Oder lass mich kurz hochbouncen. Das ist auch okay. So. Jetzt. Nächste Plattform. Ja. Schmeiß nach oben. Oh Gott. Schnell hochklettern. Nein! Ich wollte es doch ganz schnell nach oben werfen. Schade. Aber irgendwie so muss es funktionieren. Das ist ein kniffliges Level. Ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach den Final Try. Weil das ist echt super knifflig. Okay. Ich hab's nicht. Ach, Mann. Bro. Hab ich's jetzt? Okay, nochmal resetten. Damit resettet sich der Timer. Okay, ich hab's. Nee, komm, ist egal. Ist egal. Ich ignoriere das. Sorry. Ich nehme das jetzt nicht mit. Übrigens, in diesem einen Level, was wir letzte Folge hatten, wo uns auch irgendwie, ich glaube, der Regenschirm oder der Hut oder so gefehlt hat. Ich glaube, der hätte man vielleicht mit dem Schlüssel hochgekommen. Der kann man den Schlüssel vielleicht als Plattform benutzen und dann höher rankommen. Naja, egal. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wow, ich stand direkt in der Luft? Was zur Hölle? Das sieht aus wie ein sehr kompliziertes Mario Maker Level hier. Was ist das überhaupt für ein Gegner? Ich kann gar nicht vom Sprite her erkennen, was das darstellen soll. Oh nein. Ein Skorpion, glaube ich, ist das. Jedenfalls hat er mich gekillt. Ich glaube, ich muss ihn aussperren, oder? Sprich. Nee. Ja? Das ist. Irgendwie muss ich den Schalter da aktivieren können, aber ich weiß nicht wie. Das ist eine Plattform. Mit der kann ich mich da hoch katapultieren. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Danke, Spiel. Ja, alles klar. Ja. Dann nicht. Doch. Ich muss es nur anders angehen. Hier, so. Boing. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ach, das ist doch lächerlich. Okay. Ich überlege gerade, wie das am besten lösbar ist. Einer hier wäre nicht schlecht. Okay, warte. Schnell. Den hinteren nehmen. So. Und da brauche ich mir einfach eine Treppe, oder? Ne?
Dann am besten eine hier. Jetzt ist meine Idee. Ja, das klappt. Perfekt. Schalter, befreit den Scorpi da. Was mir gar nicht wirklich gefällt, wenn ich ehrlich bin, aber... Na gut, muss wohl sein. Bibarabibub. Hä? Das ist zum Auf- und Zumachen, ja, nee, hä? Wie soll mir das helfen? Wozu ist die Plattform hier überhaupt? Was will ich mit der Plattform? Was? Hä? Was will ich mit der Plattform? Was will ich mit dem Schalter? Ich verstehe gerade gar nichts, ey. Lass mich mal runter. Eigentlich muss ich doch nur... Ja gut, ne? Zumachen. Oh nein. Ach komm! Ernsthaft? Ich verstehe das selber aber nicht. Das muss ich wieder nachschauen. I'm sorry. Okay. Ich habe mir jetzt angeschaut, wie man das machen soll. Das finde ich echt interessant. Also, wir sollen mit diesen Blöcken den Schalter hier kaputt machen, sodass er nicht funktionieren kann. Weil wenn ich jetzt den Schalter mache, geht es hier nicht zu. Weil so ein Ding drüber ist. Das bleibt jetzt auch so? Wow. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht... Ich hätte echt nicht mit gerechnet, dass das so funktionieren würde, aber tut es tatsächlich. Ich will trotzdem noch mal einmal kurz versuchen, ob ich irgendwie noch nach oben komme und mir die Sachen schnell krallen kann. So, für ein paar... Ach komm, ist doch egal. Ich hab's wohin geschafft. Mir egal. So, ich denke, das ist ein Ziel. Gewonnen. Was soll's? Holen wir uns diesen Gorilla Kong da! Help, help! In der Pyramide drin sogar! Von oben kommen wir also rein. Ja, das sind aber keine Barrels, das sind... Was sind das denn? Das sind keine Igel, oder? Das sind eher so... Pharao-Köpfe. Ja, aber... Kann ich die irgendwie aufheben? Ich muss es ja mal versuchen, ne? Da kommt er! Tatsache, ich kann ihn mitnehmen. Dann muss ich ihn einfach mit den Dingern... Ja... Aber mich nicht selber treffen lassen am besten. Aber ja, so soll es gemacht werden. So soll es sein. Hä? Hä? Das hat irgendwie nicht funktioniert. Nicht schlimm. Bam. Nee, immer noch nicht. Hä? Ist das falsch? Oder muss ich mich hier extra hochstellen? Oh mein Gott, das war knapp. Tatsache, nur so geht das. Ich muss mich extra da hinstellen. An den Seiten. Warum auch immer. Sonst erwischt Mario den nicht, erreicht den nicht. Obwohl ich literally vor ihm stehe, mehr oder weniger. Ich hoffe das trotzdem nicht. Na gut. Trotzdem, für dich ist Ende Gelände! Und damit ist die Wüste zu Ende. Doch, was gibt's denn bitte danach dann noch? Okay, wir springen einfach nach unten. Wo sind wir jetzt? In einem Teich? Fluss oder so? Nee, warte mal. Der kleine Mini-Mario. Hm? Okay. Ja, danke, 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 danke. Schon verstanden? Bin gespannt, wo unsere Reise weitergeht jetzt. Na? Na, was wird's? Was wird's? Was wird's? Ist es? Was? Ein Flugzeug? Hat irgendwie weniger Level als die letzte Welt, aber... Okay. Ich nehme die Herausforderung an. Ich habe das Gefühl, dass wir viel Level haben werden, wo wir runterfallen können. Obwohl, das ist einfach nur ein... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, das ist einfach nur ein Flugzeug, mehr nicht. Nein. Hier herrscht starker Wind, wie ihr sehen könnt. Ich kann mich kaum noch beherrschen und rutsche die ganze Zeit ab. Ich muss hier einmal einen gewagten Sprung ausführen. Ah, okay. Okay, perfekt. Ui, werden wir abgeschossen. Nicht gut. Hier ducken? Ja, kann ich. Aber die geben echt nicht nach. Ja, was soll ich mit dem Ding? Plattform machen. Okay, ich versuch's. Sobald das Ding ausgeht, renn ich runter. Das hat funktioniert, das hat funktioniert. Okay, okay. Und jetzt, schnell, schnell. Ey.
Oh, okay, interessant. Habt ihr das gesehen? Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert mit dem Schlüssel, wenn man einfach getroffen wird. Also, wenn man mit den, von den Stacheln getroffen wird mit dem Schlüssel, man kann hier rutschen. Das ist echt interessant. Okay, da muss ich das anders machen. Ach, dafür ist die Plattform da oben da eigentlich. Aber ich mache einfach den. LOL. Einfach raus. Getrickst. Yeah. Nimm das, DK. One-ups. I like that. Very much. Bist du ich oder sieht das Flugzeug so ein bisschen aus, als hätte er ein Gesicht vorne? So diese grünen Augen. Da kann ich es euch gleich nochmal zeigen. Plattform. Plattform ist doch eigentlich immer gut. Sag ich mal. Oder nicht? Haben wir schon 2 von 3 Pauline-Items. Ich glaube, im Nachfolger gab es auch wieder diese Pauline-Items. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es sie da gab. Nee, gar nicht. Da gab es ja die Mini-Mario. Das hast du ja angefangen mit denen. Na egal, dazu kommen wir dann noch, wenn das Let's Play dann startet. Schon sehr bald. Ah, ich verstehe schon. Auf den muss ich drauf. Aber nicht ausrutschen. Gott. Es ist super windig. Hey! Warte mal, hier will ich doch sein. Warum sag ich denn hey? Nee, warte mal, hä? Ich hoffe mir gar nicht, da hochzukommen. Geht so ein bisschen danach an, oder? Ich weiß gar nicht, kam das Donkey Kong Spiel dann hier schon raus in der Zeit? Ich glaube nicht. Das gab's ja noch nicht. Donkey Kong Country meine ich. Okay, ich kann da hoch, aber es bringt mir ja nichts. Also der Schalter muss irgendwas bewirken. Der muss irgendwas bewirkt haben. Oder? Nicht? Oder kann der jetzt was bewirken dafür? Nee? Hm? Ich meine, ja, ich sehe, da unten sind richtig viele Türen. Aber ich muss doch erstmal da hochkommen, überhaupt die Türen abzuchecken. Aber die Zeit geht aus. Das funktioniert nicht. Irgendwas mache ich falsch. Das denke ich ja auch nicht mitnehmen. Oh no, oh no, oh no. Das Einzige, was... Ach so! Okay, verstehe. Ja, aber es ist eigentlich offensichtlich, welches die richtige Tür ist, oder? Keine von den unteren. Die hier oben muss es sein. Also wenn nicht, dann... Nein? Okay, das ist sie doch nicht. Oh no. Gar nicht gut. Okay, schnell, schnell ausmachen. Komm runter da! Welche ist es? Welche ist es? Welche ist es? Welche ist es? Die hier ist es sein. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. First try. Na gut, dasselbe habe ich ja first tried, aber nicht mein Guest. Na, ist auch egal. Ich weiß übrigens nicht, wie viele Welten es gibt. Ich würde mal zwischen 8 und 10 Welten rechnen. Also Stages, da steht ja Stage, aber es sind ja, ihr wisst ja, was ich meine. Oh. TikTok Clock Tower hier. Oder was wird das hier? Okay, die gehen immer in eine andere Richtung lang. Schreibe ich hier? Okay. Hat sich beantwortet, die Frage. Ja, aber hier sind 2 Schalter. So kann ich beide in andere Richtungen versetzen dadurch. Hier ist zum Glück auf jeden Fall kein Wind. Das ist zumindest ganz gut. Das war jetzt schlechtes Timing, I guess. Komm mal zurück. Nein, nicht so... Idioten. Ja, perfekt. Nein, was so? Hoch da oder auch nicht. Wie komme ich hoch? What the hell? Habe ich das denn vorhin geschafft, da hochzukommen? Jetzt hoch? Ich hab das nicht. Jetzt! Ja, 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 ja. Spring! Nein, nicht da durchspringen! Nicht durch die Wand springen, Mario! Meine Güte, was soll denn das? Ich möchte bitte weg! Freunde! Das Spiel ärgert mich! Das ist gerade sehr verwirrend. Jetzt hab ich's. Oder? 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 Ja? Dann super Jump nach oben. Okay, und hier erstmal chillen. Weil mit dem Ding komme ich. Zum einen daran. Und auf dem anderen Ding. Okay, gut, dass ich gepurzelt bin. Zu dem. Ja, wartet, 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 wartet. Jetzt springen. Ja, perfekt. Und dann habe ich schon fast. Bim, bam. Springen.
Okay, egal, ich bin nicht gepurzelt. Das ist besser, als wenn ich purzel. Okay. Was macht das? Keine Ahnung, was es macht. Jedenfalls, Schlüssel mitnehmen. Warte, ich hab's auch jetzt. Was macht denn der Schalter? Ich bin doch durch. Oder ist das die falsche Tür? Das ist die falsche Tür. Alles klar. Ernsthaft? Davon sterben? Och, Mann. Okay, okay. Schalter. Nein. Nein. Kann ich nicht von hier aus auch einfach... Ja, ich kann einfach hochspringen. Zack, zack. Bam. Ausweichen. Perfekt. Jetzt aufpassen. Auf den drauf. Ja. Auf den da drauf. Ah, Mist, verkackt. Aber nicht schlimm. So. Jetzt abwarten. Runter. Hier ist es. Ja, die Mitte. Da, wo man anfängt, ist auch das Ziel. Das muss ich erstmal rausfinden, Mann. Damn. Okay. Flugzeug wird auf jeden Fall interessanter, wenn ihr mich fragt. Aber bevor wir hier aufhören, wollen wir natürlich erstmal nochmal Donkey Kong hier runterschmeißen. Seht ihr? Diese grünen Augen einfach. Das ist grün, das sind die Augen und dann. Ach ja. Vielleicht seht ihr aber ein anderes Gesicht als ich, aber. Was muss ich eigentlich machen? Schalter! Sterben. Ja, aber da ist ein Schalter. Abwarten. Muss man direkt mit. Ja, oder haut euch einfach ab. Ja, ist klar. Danke, DK. Er dreht einfach so einen Schalter oben. Zack. Okay, Spiel. Okay, hier runter. Nein, warum? Wie unfair. Okay, okay. Muss mal in Bewegung bleiben. Runter, runter, runter. Was? Das bewegt das Ding da hinten. Schaut mal. Hier, das kommt jetzt zu mir. Ja, ja, komm her, komm her. Nee, was? Okay, ich hab's aber verstanden. Ich hab's verstanden, was ich machen muss. Okay, ich sag's euch nämlich. Und zwar muss ich diesen Schalter hier benutzen, damit rechts die Plattform zu mir fährt. Und dann mit der Plattform nach oben zu DK fahren. Aber ein richtig, richtiges Timing. Und das habe ich jetzt. Perfekt. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab es. Ich hab dich. Komm her, Pauline. Ich erinnere mich immer mit dem Affen weg. Ach. Gnädige Frau, warum? Warum? Wer fährt ja eigentlich das gute Stück? Ja, die deine Kanonenlaser da. Kann auch nichts anhaben. Und selbst wenn der Wind so stark ist. So, abspeichern. Ja, komm, meinetwegen machen wir noch ein Level. Meinetwegen. Oh Gott. Ich hätte Nein sagen müssen. Wo bin ich hier? Okay, los geht's. Ah, das ist einfach nur... Ja, okay, das ist einfach das erste Level von Donkey Kong, aber halt mit diesen Laserkanonen, oder? Das sieht zumindest so aus gerade. Oh. Verstehe. Ach man. Unlucky. Okay, mach. Ach. Mann, warum lass ich mich jetzt vor allem treffen? Okay. Hab ich. Tausendmal. So. Jetzt nicht nach rechts, nach links. Hä? Wieso krieg ich nicht hoch? Hä? What the? Was? Wieso komm ich nicht weiter? Wieso? Spiel. Erklärung bitte. Ah, gut. Spiel, gib mal keine Erklärung. Ich warte drauf. Ich bin leise und warte, aber nichts. Spiel weiß selber nicht, warum das geklappt hat. Ja, siehst du, jetzt klappt's. Und ich weiß, dass die Leitern sich ausfahren. So. I am scared. Ach komm. Wie soll ich sonst rankommen? Was? Hä? Okay, so, ich bin hier sicher. Ich bin hier sicher. Bin mir sicher, dass ich sicher bin. Danke. Nein! Hoch. Ich hab's. Oh mein Gott. Nein! Eine falsche Tür! Verdammt! Ich bin nicht fertig!
Ich dachte, ich wäre fertig. Bin ich sicher? Nein. Das ist natürlich ganz unten. Natürlich. Alter, das ist Trampolin. Die sind richtig asozial. Ich hab's. Alter, stell dir vor, es wäre jetzt die Tür rechts gewesen. Da oben rechts. Die wir gerade seht. Okay. Ich glaube, wir beenden hier mal. Nächste Folge. Finden wir heraus, wer dieses Flugzeug steuert und wohin es überhaupt fliegt. Also seid gespannt und dabei. Seht ihr da auch ein Gesicht? Sie haben mehrere Gesichter. Von den Treibdingern. Unten, wo es grün ist. In der Mitte. Die anderen Treibdinger.